Das Besondere an der Wildnisschule Weltenwander ist, dass wir alle Kurse draußen machen, weil uns ganz, ganz wichtig ist, das hier alles mit dabei zu haben. Wir wollen diese Vögel mit dabei haben, wir wollen auch den Regen mit dabei haben, wir wollen den Sonnenschein mit dabei haben. Die Leute, die zu uns kommen, die schlafen wirklich draußen oder im Zelt oder im Wald oder unter offenem Sternenhimmel. Und das ist einfach wichtig für uns, weil wir wollen, dass es wirklich einen Kontakt zur Natur gibt. Ja? Also die Natur ist nicht Störfaktor. Wir wollen gerade von der Natur lernen. Deswegen gibt es keine Seminarhäuser bei uns, sondern sind die Leute wirklich immer draußen bei Wind und Wetter. Aber dann fängt man an zu spüren und dann hat man den Kontakt zur Natur. Und dann kann man anfangen zu lernen sozusagen von der Natur und mit der Natur. Das Besondere an der Wildnisschule Weltenwander ist die sichere Atmosphäre. Es besteht keine Anwesenheitspflicht, sondern wenn man das Gefühl hat, oh, ich muss gerade mal alleine in den Wald, ich muss heulen oder ich will gerade allein sein oder mal rennen, dann kann man das machen. Und dadurch habe ich mich sehr frei gefühlt hier und sehr gehalten irgendwie. Dann ist es so, dass wir versuchen immer in der Doppel Besetzungen zu unterrichten, also dass wir immer einen Mann und eine Frau dabei haben, weil wir einfach diese beiden Energien gut finden. Dass sie eben im Prinzip ganz stark auch gesagt haben, dass sie speziell auch eine weibliche Mentorin haben und auch diese weibliche Energie ganz bewusst einfließen lassen möchten in ihre Arbeit. Und das war für mich auf jeden Fall was sehr Einzigartiges, was ich so nicht gefunden hatte und wo ich dachte, ja, danach habe ich auch gesucht. Also das ist mir sehr wichtig persönlich. Ich habe jetzt nicht den Vergleich, aber das, was mir hier sehr gut gefällt, ist die Authentizität, mit der Daniel und Helen das alles machen und auch die anderen im Team. Ja, dass man einfach bei allem immer merkt, dass sie mit vollem Herzblut dabei sind. Das kommt auf jeden Fall an und das überträgt sich. Ich glaube, dass wir ziemlich down to earth sind. Wir sind ganz einfache Leute, ja, die das machen, was sie gerne machen. Die ihrer Berufung folgen oder die ihrer Leidenschaft im Leben folgen, die ihr Herz folgen und ja, das einfach mit anderen Menschen teilen wollen. Die Wildnisschule Weltenwandler ist für mich eine besondere Wildnisschule, weil die mir noch was ein bisschen mehr einpackt als das Naturwissen oder den Survival. Wie nehmen wir Natur wahr, dass wir viel intuitiver handeln können? Da war ich nicht so ganz vertraut und da habe ich schon tolle Sachen lernen dürfen. Inhaltlich ist es so, dass wir uns nicht auf irgendeine Sache spezialisiert haben, sondern dass wir eigentlich versuchen, das ein Gesamtbild abzugeben. Unsere Haupttätigkeit sind eigentlich diese Wildnispädagogik-Weiterbildung und da ist es uns ganz wichtig, in alle Bereiche mal einen Einblick zu geben. Das ergibt für uns dieses Komplettbild von einer Wildnisschule oder von auch Wildnispädagogik.